Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir Subnautica und das ist ein Spiel, wo man also es ist ein Survival Game und man muss im Meer überleben. Und ja, ich habe das Spiel eigentlich selber noch nicht wirklich viel gespielt und ich habe das Spiel kostenlos bekommen, weil es gab so ein Angebot im Epic Games Store, da war das Spiel für eine kurze Zeit kostenlos. Und ja, da habe ich es mir natürlich geholt, weil wenn es kostenlos ist. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten ein neues Spiel auf Überleben. Okay, wir nehmen schnell den Feuerlöscher und löschen das Feuer. Oh nein. Starte Notfallmodus. Okay, es lädt. Du hast eine leichte Gehirnerschütterung, das ist immer noch ein optimales Ergebnis. Okay. Hier ist der Feuerlöscher. Ah, hier sind die Baupläne, also man kann ja auch Sachen craften. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Ja, und die Story ist ja auch einfach, dass wir mit dem Raumschiff hier abgestürzt sind und dann halt mit der Rettungskapsel hier im Meer gelandet sind. Und jetzt müssen wir erstmal ins Meer springen und erstmal ein paar Sachen sammeln und dann können wir erstmal was herstellen. Alter, nein, der greift uns an. Kann ich das nicht sammeln? Windgras. Ah, hier. Zerbricht den Kalkstein. Ah, unser Sauerstoff ist schon wieder fast leer. Okay, wir haben jetzt Kupfererz. Ah ja, diese Pilze kann man auch einsammeln. Und wir sammeln mal den Fisch. Komm. Neue Lebensform entdeckt. Oh nee, nicht schon wieder so einer. Spawnt er hier immer wieder. Oh nein, wir müssen hoch. Scheiße. Bitte, ich will nicht gleich sterben. Ah, noch geschafft, das war sehr knapp. Ach so, da.
Hier ist die Leiter. Ah, hier ist ein Medikit drin. Ja, das können wir eigentlich mal verwenden, weil die Hälfte der Gesundheit ist weg. Und benutzen. Ah, hier Vorrat. Oder wo war das Inventar? Ach so. Ach so, das sind unsere Vorräte. Leuchtfackel. Wir nehmen einfach mal alles mit. Nahrung. Gekochte Nahrung. Bumerang. Okay. Okay, dann haben wir schon mal was zu essen. Ressourcen. Elektronik, eine Batterie. Ah, okay, für eine Batterie brauchen wir zwei Säurepilze und Kupfererz. Persönliches Werkzeuge. Okay, eine Leuchtfackel. Feldmesser. Okay, gehen wir wieder hoch. Ah, hier ist was. Ein Kalkstein. Nein, nicht schon wieder. Hier ein Fisch, komm. Oh nee, wir müssen an die Oberfläche. Komm schnell. Okay, das überleben wir nicht, glaube ich. Komm, 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 komm. Alter, das war echt knapp. Wir schwimmen mal zurück. Ah, hier kann man Glas herstellen. Ausrüstung, Leitung, schwimmende Luftpumpe. Was bringt mir das? Dient als Startpunkt für ein Leitungssystem. Okay. Scanner, okay. Stellen wir mal her. Ah, hier noch Glas. Und das ist auch jetzt das zweite Mal, dass ich das aufnehme, weil bei der ersten Aufnahme, ja, ich habe mich wirklich überhaupt nicht ausgekannt. Ich meine, ich kenne mich jetzt auch noch nicht so wirklich gut aus. Aber jetzt weiß ich halt schon so ein paar Sachen. Aber wirklich beim ersten Mal, wusste ich noch nicht mal, wie man Essen bekommt. Und dann nach der Aufnahme, also wie ich dann die Aufnahme beendet habe, ist mir dann eingefallen, dass man ja Fische essen kann. Und ja, deshalb nehme ich es jetzt das zweite Mal auf. Aber jetzt macht es auch deutlich mehr Spaß als bei der ersten Aufnahme, weil ich halt jetzt schon ein bisschen mehr weiß. Ach so. Also kann ich mich selbst scannen.
Wir schwimmen mal kurz hoch. Ah, man kann auch von unten in die Rettungskapsel rein. Ich würde das mal gerne hier verändern. So. Ah, ich glaube, es wird langsam Nacht, oder? Weil es wird hier schon dunkler. Ah, das ist ja sehr gut für die Nacht. Aber ich glaube, ja, ich habe gesehen, man kann auch eine Taschenlampe herstellen. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Kann ich das nicht scannen? Ja, okay, jetzt ist die Nacht da. Boah, jetzt ist es extrem hell. Aber was bringt mir das, wenn ich es scanne? Ja, okay, hier steht irgendwas. Oxygen. Schon wieder? Okay, ich würde sagen, wir sammeln noch ein paar Fische, damit wir noch genug zu essen haben. Blasenfisch. Komm. Alter, ich will ihn sammeln. Hallo? Sammeln doch auf. Okay, wir sollten uns mal wieder Essen herstellen. Und Wasser brauchen wir jetzt bis jetzt eigentlich noch nicht, weil... Also wir haben ein bisschen Durst, aber wir haben noch 2 Flaschen Wasser. Okay, das ist auf 95 und... Ah, das kann man essen. Ach so. Alter, plus 75, das ist echt gut. Nahrung, Wasser. Ach so, gefiltertes Wasser. Okay, Wasser kann man mit einem Fisch herstellen. Eine Taschenlampe. Werkzeuge. Ah, okay, hier waren wir schon. Ja, wir haben auch keine Vorräte mehr. Ist wieder Tag? Ne, ist immer noch Nacht. Aber wir haben ja jetzt die Taschenlampe. Sehr gut, jetzt sehen wir auch was. Alter, das ist ja sehr tief.
Nein, nicht schon wieder. Ich hasse die. Und wir müssen hoch. Nein, der Sauerstoff. Scheiße. Komm, hier ist noch was. Schnell. Sammel alles ein. Ah, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Nee. Nein. Nein. Was passiert jetzt? Okay, wir sind jetzt. Du bist gestorben, du hast ein paar Gegenstände verloren. Nein. Glas können wir herstellen. Ja, es ist wieder Tag. Glubscher. Komm, sammeln doch ein. Schweber. Hier ist noch einer. Mann, ey, ich hasse die. Komm hoch. Nein, bitte nicht sterben. Nein, 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 nein. Oh, okay, geschafft. Es war aber wieder sehr knapp. Alter. Kann ich nichts gegen die tun? Kann ich mich nicht irgendwie verteidigen oder so? Inventar voll. Scheiße. Das ist nicht gut. Okay. Haben wir ein Medikit dabei? Anscheinend nicht. Aber wir verwenden mal Nährstoffblock. Ja, wir brauchen unbedingt ein Medikit. Danke. Okay, das lädt sich hier erst wieder auf. Glas. Nahrung. Gekochte Nahrung. Okay, da können wir auch noch was herstellen. Disposing of the skeletal structure, bodily fluids,
and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Leitung und schwimmende Luftpumpe. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob mir das jetzt schon was bringt. Aber wir können es ja herstellen. Ist das Inventar voll? Wahrscheinlich schon. Okay. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.